Schottland ist der Hammer. Die Leute sind der Hammer. Die Produkte fühlen sich wahnsinnig cool an. Wir wurden ja vorher schon ausgestattet und macht richtig Spaß und ich freue mich wahnsinnig aufs Testen, aufs Wetter. Wir haben strahlenden Sonnenschein momentan, also wahrscheinlich liegt es an uns. Sehr schöne Anlage hier, Landschaft. Jagdtier kennenzulernen, auszuüben, die es bei uns einfach nicht gibt und die ich dementsprechend überhaupt nicht kenne. Und mal zu sehen, wie das hier so abläuft, das finde ich doch sehr interessant, erfreulich. Landschaft ist wunderbar, Truppe ist toll. Ich hoffe darauf, dass wir viel Rotwild sehen, dass uns die Stalker einiges über das Land und das Wild erzählen. Interview, very selective business. You will see a lot of deer, probably more than you're used to. So in this area around here, there's a roughly 1800 deer that you should all see between you today. Tolles Wetter bisher gehabt und ich freue mich jetzt auf das Jagen. So wie ich es mir vorgestellt habe, aber in live viel, viel schöner. Die Jagd war richtig, richtig anstrengend, aber jeder war hoch motiviert, jeder hat alles gegeben und es hat die kühnsten Erwartungen von mir weit übertroffen. Konnte wunderbare 3 Schüsse antragen, die waren also wirklich klasse. Der Abzug von der Anschütze ist wirklich super. Landschaft war einfach das, was einmal das, was mich interessiert und einmal das, was mich auch sehr beeindruckt hat. Was machen wir heute? Jagen gehen. Hoffe ich. Und Boot fahren. Sehr schön. Wir fahren mit dem Boot auf eine Insel und jagen dort. Na, ich vermute Jagen. Ja. Ja. Vermutung? Ist ihm ja egal, er hat ja schon 3 Stück. Ist nicht egal. Es zählt das Gesamterlebnis. Aber ja, bin mir ziemlich sicher. Ja. Alleine die Anreise war schon abenteuerlich. Ja, da muss man nicht lange überlegen. Gestern die Fahrt auf die Halbinsel mit dem Boot, das war natürlich richtig gut. Die Sicherheit, die die Stalker hier haben und wissen, wo das Wild wann, bei welchen Wetterverhältnissen und Temperaturverhältnissen ist. That many red deer in this corner, the oak trees have no chance.
So people say, why did you shoot your first bad deer here? For the sake of the old trees. Das Wissen und die Erfahrung der Guides, die teilweise schon über 20 Jahre hier auf dem Estate arbeiten und nicht nur was die Natur angeht und die verschiedenen Teile des Estates, aber auch ihr Deer wirklich, wirklich gut kennen und jede Herde im Prinzip genau benennen können, wer dazu gehört, wer nicht. Es war der absolute Hammer. Das Land ist gigantisch und die Jagd war ein Hammer und positiv überrascht hat mich die Taschenlampe von Streamlight. Super hell und super gut verarbeitet, stabil. Berg rauf, berg runter, durch Matsch, durch Sumpf, durch jegliche Vegetation, glaube ich, die es in Schottland gibt. Positiv überrascht haben mich die Schuhe von Hanwag. Ich wusste schon vorher, dass es extrem qualitativ hochwertige Schuhe sind, aber dass sie wasserdicht sind und bequem dazu auch noch, hätte ich jetzt nicht gedacht. War der Hammer. Also, spitze.